Liebe Theaterfreundinnen Du, und... entschuldige, nicht Theater. Alle, die Osnabrück und ein bisschen gehobenere Literatur mögen... Gehoben? Nein, alle, die sprachlich ein bisschen über Facebook-Deutsch, Tweets und Emojis hinaus wollen. Genau. Für die alle wollen wir Points of Interest... Wir wollen einfach interessante, charakteristische Orte und Literatur verbinden. Richtig. Dieser Corona-Shutdown. Diese kulturelle Quarantäne, könnte man sagen, in die wir da hineingestoßen wurden. Das alles verlangt einfach nach neuen Wegen. Irgendwie muss das ja raus, was in uns drinsteckt. Und da wir im Augenblick keine anderen Möglichkeiten haben, arbeiten wir derzeit mit digitalen Mitteln. Kurz und gut, wir wollen Sie einfach mit diesen kleinen Videoclips daran erinnern, dass wir immer noch da sind. Dass wir für Sie, unser Publikum, auf diese Weise weiterspielen. Und wir hoffen, dass Sie uns auch virtuellen Weg begleiten werden. Eine Liebeserklärung an unsere Wahlheimat. Es sind Stationen eines kleinen Spaziergangs durch Osnabrück. Der Ledenhof. Neben der Lagerhalle unsere zweitliebste Spielstätte. Da sind wir vor über 25 Jahren. Zum ersten Mal ist Stile Neumann Theater aufgetreten. Im Renaissance-Saal. Ein toller Raum. Mit einer ganz besonderen Atmosphäre. In der Lagerhalle haben wir die Szene Ein Liebespaar am Fenster mit diesem Requisit gespielt. Aber hier hat ein richtiges Fenster. Aber ohne Vorhang. Dies ist ein Sonntagvormittag. Wir lehnen so zum Spaße, leicht ermüdet, zum Fenster hinaus und sehen auf die Straße. Die Sonne scheint, das Leben rinnt. Ein kleiner Hund, ein dickes Kind. Ich fühle mich ihr verbunden. Für Tage, Wochen, Monate und für Stunden. Für Stunden. Ich, der Mann, denke mir nichts. Heute kann ich zu Hause bleiben. Heute gehe ich nicht ins Büro. An die Steuer muss ich noch schreiben. Wie viel Uhr? Ich weiß nicht genau. Sie ist zu mir wie eine Frau. Ich fühle mich ihr verbunden. Für Tage, Wochen, Monate und für Stunden, für Stunden. Ich, die Frau, bin gern bei ihm. Von heiraten wird nicht gesprochen. Aber eines Tages werde ich mir ihn ganz und gar unterjochen. Und die Dicke da drüben auf dem Balkon gibt ihrem Kinde ein Bonbon und spielt mit ihren Hunden. So soll mein Leben auch einmal sein. Und nicht nur für Stunden, für Stunden. Von Kopf zu Kopf umfließt uns ein Strom. Noch sind wir ein Abenteuer. Eines Tages trennen wir uns. Eine andere kommt. Ein neuer. Oder wir bleiben für immer zusammen. Dann verlöschen die großen Flammen. Gewohnheit wird, was Liebe war. Und nur in seltenen Sekunden blitzt Erinnerung auf an ein schönes Jahr. Und an Stunden, an glückliche Stunden.